Lage im ukrainischen Atomkraftwerk Saporija stabilisiere sich, sagt die Internationale Atomenergieorganisation. Serbien nimmt kosovarische Polizisten fest. Auswirkungen auf den Grenzverkehr. Davongekommen. EU-Naturschutzgesetz überlebt Ablehnungsantrag im Europaparlament. Die Lage sei ernst, aber stabilisiere sich. So lautet die Einschätzung des Direktors der Internationalen Atomenergieorganisation Rafael Grossi zur Lage im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Die Sicherheitsbedenken haben sich seit der Zerstörung des Kachowka-Staudamms und verstärkten Gefechten in der Region weiter verstärkt. Militärische Befehlshaber erklärten, dass 7 Dörfer in der Region nach heftigen Kämpfen befreit wurden. Ворог здійснює потужний опір. Там збройні сили стикаються з суцільним мінуванням полів. Там ми стикаємося з використанням дронів камікадзе, з інтенсивними обстрілами. І ворог просто так свої позиції, звісно, не здає. Die Ukraine hat die NATO-Verbündeten gedrängt, Kampfjets für die Gegenoffensive zu liefern. Diesem Wunsch kamen die Verbündeten nun entgegen. Today we got the commitment of our partners that training courses will start and we will build up together construction of this consortium of fighter jets. It will start with the F-16, with the Netherlands and Denmark as the leaders, and other countries will join. Russland hat auf den Vorstoß an der Front mit Raketenangriffen in der Region Kryvyi Rih und Cherson reagiert, die zahlreiche Opfer forderten. Russland behauptet, militärische Infrastruktur anzugreifen. Kiew hingegen spricht von Angriffen auf die zivile Infrastruktur. Rund eine Woche nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist die Stadt Cherson weiterhin zum Teil überflutet. Und während das Wasser zurückgeht, wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. Juri ist einer der Helfer, die ihr Leben riskieren, um eingeschlossene Zivilisten zu retten. Das Ausmaß der Katastrophe ist enorm, wirklich enorm. Es ist so groß, dass wir es kaum einordnen und beschreiben können. Noch ist das Wasser nicht aus allen Dörfern zurückgegangen. Wir werden das volle Ausmaß der Katastrophe erst erfahren, wenn sie abgeklungen ist. In einem Wettlauf gegen die Zeit melden sich vor Ort viele Freiwillige, um die in Not geratenen Menschen zu retten. United 24 hat eine groß angelegte Ausschreibung in unserer Heimatregion Cherson gestartet, um Such- und Rettungseinheiten mit notwendiger Ausrüstung auszustatten. Dies können Motorpumpen sein, Schläuche zum Abpumpen von Wasser, Rettungswesten und Seile, Neoprenanzüge oder Taucherausrüstungen. Die derzeit größte Gefahr für die Rettungskräfte ist russisches Artilleriefeuer. Unser Interview mit Juri musste wegen der Luftangriffe verschoben werden. Schwierig wird es, wenn wir zum linken Ufer des Dnipro gerufen werden. Das Terrorland beschießt Zivilisten, die versuchen, diese Siedlungen zu verlassen. Und unsere Rettungseinheiten versuchen, allen Zivilisten zu helfen, das linke Ufer zu verlassen. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig für diese humanitäre Katastrophe, die auf beiden Seiten des Flusses Dnipro bislang 28 Menschen das Leben gekostet hat. An der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien herrscht Stillstand, zumindest für Lastwagen mit serbischem Kennzeichen und oder serbischen Waren auf der Ladefläche. Deren Einfuhr hat das Kosovo bis auf Weiteres untersagt. Der Personenverkehr ist nicht betroffen.
konkretno. Odluka o zabrani uvoza srpske robe usledila je nakon hapšenja trojice policajaca kosovskih od strane srpskog MUP-a, za koje kosovske institucije tvrde da su kidnapovani na teritoriji Kosova, a srpske institucije da su uhapšeni duboko na teritoriji centralne Srbije. Reci mi, koliko čekaš? Od 8 juče. Tvoje ime? 20, Gazmenka sad. Gazmene, ti pretpostavljam od ovoga živiš, od ove vožnje. Šta za ovo tebe znači? Pa, to je potrebno za mene. Ako nije potrebno, ne bi došao. To mi je rad, za toga se hranim, deco i familiju i to sve. Šta ovo znači za vas? Pretpostavljam da živite od ovoga. Gubitak. Gubitak i novca i vremena i živaca. Naprimer, sutra sam trebao da otvorim za Holandiju iz Vranjske banje. Morao sam da otkažem. Tako. Šta da vam kažem? Ein Sprecher der EU-Kommission forderte das Kosovo und Serbien auf, alle Maßnahmen zu unterlassen, die zu einer Verschärfung der Lage beitragen. Die Europäische Zentralbank EZB hat den Leitzins im Euroraum um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins steigt damit auf 4%. Damit hofft die EZB, der im Euroraum andauernd hohen Inflation Einhalt zu gebieten. Seit vergangenen Juli ist es die 8. Zinserhöhung in Folge. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be brought to levels sufficiently restrictive to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target and will be kept at those levels for as long as necessary. Seit Mai hat sich die Inflation abgeschwächt und ist auf knapp über 6% gesunken, nachdem sie zuvor einen Spitzenwert von 10% erreicht hatte. Die US-Notenbank Fed hingegen hat nach einer Serie von Erhöhungen eine Zinspause eingelegt. The vote is closed and it is rejected. Das europäische Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist noch am Leben. Mit nur einer Stimme haben die Mitglieder des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments den Text am Donnerstagmorgen vor der vollständigen Ablehnung bewahrt und damit verhindert, dass der Green Deal der EU vom Kurs abkommt. We need to vote now. And I think the nature is not the guilty of this fight, of this problem, of the electoral strategy of the PP in Europe, no? Then I think it's a good news. Seit mehreren Wochen führt die Europäische Volkspartei, die größte Fraktion, unterstützt von der extremen Rechten, eine Kampagne, um den vorliegenden Kompromiss rundweg abzulehnen. Der Text zielt darauf ab, bis 2030 mindestens 20% der Land- und Meeresflächen der Union mit Sanierungsmaßnahmen zu bedecken, um bedrohte Ökosysteme zu retten. Außerdem soll der Einsatz von chemischen Pestiziden bis 2050 um 50% reduziert werden. Nach Ansicht der Christdemokraten droht das Gesetz, die landwirtschaftlichen Flächen zu verringern und die Sicherheit der Lebensmittelversorgung zu gefährden. This is the consequence of a very bad made law. We said it over 9 months that the proposal from the commission is not good. We said over 9 months what we want. And this now is the result of the work von Vice President Timmermans and it continues today with the vote. Diese Argumente werden von Linken und Umweltgruppen, aber auch von der Europäischen Kommission und von den Aktivistinnen, die vor dem Europäischen Parlament protestierten, zurückgewiesen. Der Umweltausschuss des Parlaments hatte am Ende keine Zeit mehr, um über alle Änderungsanträge abzustimmen. Die Abstimmung wird nun am 27. Juni fortgesetzt, bevor der Gesetzesentwurf dem gesamten Parlament in einer Plenarsitzung vorgelegt wird. Ein Ausschuss des britischen Parlaments ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der frühere Premierminister Boris Johnson die Abgeordneten in Bezug auf unzulässige Feiern in seinem Amtssitz vorsätzlich getäuscht hat. Trotz geltender Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen kam es 2020 und 2021 zu feuchtfröhlichen Zusammenkünften in der Downing Street Nummer 10. Der damalige Premierminister nahm an 5 Feiern teil, die er zunächst als rechtmäßige Arbeitstreffen bezeichnet hatte. Die Polizei verhängte gegen Johnson wegen eines Verstoßes gegen die Abstandsregeln eine Geldbuße.
Johnson, bis September vergangenen Jahres britischer Regierungschef, gab vergangene Woche sein Parlamentsmandat ab, nachdem er vorab Einblick in den Ausschussbericht erhalten hatte. In diesem wurde ein 90-tägiger Ausschluss Johnsons aus dem Parlament empfohlen. Den Vorwurf, die Abgeordneten bewusst getäuscht zu haben, wies er als so wörtlich Blödsinn und Lüge zurück. Nach dem Schiffbruch vor Pylos tauchen immer mehr schockierende Aussagen auf. Angehörige der Migranten kommen nach Kalamata. Sie enthüllen, wie viel Geld die Menschenhändler sich für die Überfahrt bezahlen ließen. Dieser Mann ist auf der Suche nach Verwandten, die auf dem verunglückten Boot waren. They looking for body in the sea and they will they have information. They have information about his wife and her brother, and they will looking of they are in the bodies in the hospital and or in the living, but in the survivor that's no match. Angehörige der Opfer erzählen, dass jeder der Flüchtlinge 5.000 US-Dollar für die Überfahrt von Libyen nach Italien bezahlt habe. Τις τελευταίες ώρες εδώ φτάνουν αρκετοί συγγενείς των αγνοωμένων, άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει από τη Γερμανία, την Κύπρο και από άλλες χώρες. Όπως μας είπαν, δεν έχουν πια ελπίδες, δεν πιστεύουν σε θαύματα, όμως θέλουν να πούν το τελευταίο αντίο, θέλουν να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους. Von Anfang an eilten die Anwohner von Kalamata zu Hilfe. In den Gemeindeküchen haben freiwillige Lebensmittel für die Opfer zubereitet. In einem Depot werden Kleidungsstücke, Schuhe und alles, was die Flüchtlinge brauchen könnten, gesammelt. Alle fühlen sich von der Tragödie überwältigt.